Willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Ja, heute sind wir auf jeden Fall nochmal im Dino-Tal, denn Nick hat da noch eine Aufgabe. Beim letzten Mal haben wir ja doch ziemlich viel kartografieren dürfen und ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht gleich schon wieder losgeschickt werden. Nun ist es an der Zeit, das Gebiet auf der anderen Seite des gefrorenen Talsees zu erforschen. Erkunde die Plätze, die ich markiert habe und komm dann wieder zu mir zurück. Das hier ist eine längere Expedition. Du und dein Pferd Winterspirit halten die Strapazen wohl aus. Ja, okay. Es geht mal wieder kartografieren. Ach Mensch. Wenn das so weitergeht, brauche ich wirklich mal eine Pause und noch andere Aufgaben. Ich nehme die Folge nämlich gerade im Anschluss an die vorhergehende auf und ja, da ich die letzte Aufgabe ja doppelt machen durfte, da zwischendurch ja die Karte verschwunden war und ich da nichts mehr machen konnte, musste ich den Auftrag abbrechen und naja, durfte das alles dann doppelt machen. Aber ich denke mal, wird noch einiges an uns... Oh, das war knapp. Einiges auf uns zukommen, was diese Aufgabe hier angeht. Denn wenn wir wirklich das komplette Tal dokumentieren dürfen, dann gibt es doch noch einige Orte, die wir aufsuchen müssen. Gut, also eigentlich finde ich schon mal ganz cool, im Dino-Tal zu sein und Schnee und ja, auch immer nicht so schönes Wetter. Andererseits immer wieder die gleiche Aufgabe, zwar an anderen Orten, aber... ist jetzt nicht so schön. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das dann mal tägliche Aufgaben werden. Wenn man das einfach immer wieder an verschiedenen Orten einsetzen kann und... ja, das wäre natürlich nicht so schön. Da ist die Motivation natürlich, das zu machen, nicht ganz so groß, würde ich mal sagen. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber... ja, momentan... hätte ich davon genug. Weiß nicht, wenn man das dann so zwei, dreimal die Woche macht, würde es mir definitiv reichen. So. Jetzt machen wir erstmal die Karte fertig. Dann haben wir auf jeden Fall einen Ort. Und wie viel haben wir denn? Wie viel waren es denn letztes Mal? Ich glaube fünf, ne? Naja, mindestens zwei, wahrscheinlich eher noch drei, die wir machen dürfen. So, hier hinten. Sieht aber nicht richtig aus. Müssen wir da hoch? Stimmt. Jetzt, wenn wir hier schon irgendwas glitzern sehen, dann... warte mal, hier oben. Das sieht so nach dem Gelände aus. Da ist bestimmt der Weg. Und dann... oh. Ja, der gefrorene Weg, sehr gut. Und dann hoffe ich mal, dass ich da jetzt so hinkomme. Sieht nicht so... doch, da unten. Okay. Ich wollte gerade sagen, sieht jetzt nicht so erfolgversprechend aus, aber doch. Glück gehabt. So, einmal die Landschaft fotografiert, den Rest machen wir dann ohne Pferdchen. So, dann dürfen wir uns hier bestimmt den Talsee ansehen, oder? Ja. Gut, da sehen wir wieder das, den abgestürzten Hubschrauber. So, und dann noch ein Foto und dann schreiben wir erstmal wieder alles auf die Karte. Wenn Nick jetzt nach dieser Aufgabe nochmal so eine Aufgabe hat, dann würde ich auf jeden Fall sagen, wenn noch Zeit ist für die Folge, machen wir beim GED-Praktikanten weiter. Schließlich können wir die Baroness ja auch nicht ewig hinhalten. So, der Ort hier wäre fertig, dann müssen wir bestimmt umdrehen.
Und dann folgen wir einfach mal dem Weg in die andere Richtung. Den müssten wir eigentlich auch mal komplett abreiten und nicht immer nur über diesen See. Vielleicht gibt es ja auch noch was Interessantes zu entdecken. Oh, hier liegen auf jeden Fall einige Stämme rum. Jetzt müssten wir eigentlich irgendwie da hoch in den Wald. Oder wie? Nee, wir kommen jetzt gerade drauf zu, okay. Müssen wir jetzt doch da irgendwie? Okay, nee, Quatsch. Der Wald macht keine Biegung, der Weg. Gut, damit haben wir den zumindest schon mal gefunden. Ja, wir fotografieren die Landschaft voll ins Gestrüpp. Okay. Dann sehen wir uns hier mal um. Ja, da sehen wir ja viel. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. Schneeflocken. Hätte man vielleicht in die andere Richtung drehen können, oder? Na gut, da hätten wir jetzt auch nur Bäume gesehen bei dem Nebel. Das ist schon schade. Gut, wir fotografieren jetzt die Bäume, aber ich glaube nicht, dass man daran irgendwie erkennen könnte, wo man sich befindet. Wenn da nichts Markantes drauf ist. So, jetzt darf bloß nicht wieder irgendwas passieren, dass ich hier gefährlich stürze und die Quest mal wieder fehlschlägt. Einmal reicht. So, nehmen wir die Karte wieder. Das war noch nicht alles. Wir müssen nochmal. Geht das hier noch hoch? Ist ja Wahnsinn. Ja gut, aber Nick hat ja schon gesagt, das wird eine längere Expedition, wobei das bei der letzten Aufgabe ja auch so war. Und da hat das, meine ich, nicht extra dazu gesagt. Oha. Ist ein Loch in der Brücke. Drüber springen und anhalten. Und da oben geht es nicht weiter. Warum? Da ist noch gesperrt. Hier müssen wir erstmal schauen wir uns das hier an, machen das fertig und dann können wir nochmal hochgucken. Ja gut, hier sehen wir auch nur Berg. Hilft wahrscheinlich auch niemandem großartig weiter. Da oben muss man wahrscheinlich immer noch irgendwie freischalten. Die Frage ist nur wie. Aber es wird wahrscheinlich noch über eine Quest funktionieren. Jetzt noch das letzte Foto, dann die Karte fertig machen und dann schauen wir mal kurz da hoch. Ja gut, das hilft natürlich weiter. Eine kaputte Brücke, da weiß man wenigstens, wo man sich befindet. Ich denke, also so viele Brücken habe ich jetzt hier noch nicht gesehen und schon gar nicht so eine aus Stein, die kaputt ist. So, gut. Jetzt darf da bloß nichts passieren. Bloß keinen Disconnect bekommen oder sowas. So, und hier oben haben wir wieder eine Eiswand. Der Weg ins Land der Asche ist blockiert. Mhm. Land der Asche. Also hier, da muss das hier sein. Ja gut, hier ist zwar nicht zu sehen, dass wir da nicht reinkommen, aber gut, wir stehen ja vor der Blockade. Na dann bin ich mal gespannt. Das Land der Asche. Hört sich aber auch nicht nach so einer sehr freundlichen und hübschen Gegend an. Eher nach so einer, ja, Vulkan-Asche-Landschaft. Sehr düster. Abwarten. Das werden wir ja alles noch erfahren. So, jetzt erstmal diesen ganzen Weg wieder zurück. Wir sind ja schon fast am anderen Ende des Dino-Tals angekommen. Huch, ein bisschen schnell. Wir waren fast am Zaun hängen geblieben.
Ich frage mich auch, wenn wir hier die Ersten sind, woher kommen denn bitte diese Lichter? Das kann ja gar nicht sein. Außerdem, um die Fjordis zu bekommen, die gibt es ja hier momentan für mich zumindest noch nicht, da muss man wohl erst eine bestimmte Quest machen und einen bestimmten Ruf sich erarbeiten bei den Kaltern. Die kenne ich ja bis jetzt noch gar nicht und deswegen, also das ist auch nochmal so ein Ansporn hier weiterzumachen. Andererseits möchte ich auch unbedingt nach Golden Hills und ach, man hat einfach nicht so viel Zeit, wie man gerne hätte. So, jetzt schauen wir uns aber trotzdem mal diesen Weg hier an. Komplett von da hinten vom Land der Asche aus beginnend, von der Blockade. Hier die Richtung. Oh, und das Pony-Championat geht in 30 Minuten los. Und New Hill Quest-Championat. Gut, da kann ich ja noch nicht dran teilnehmen. Das wird auch nochmal so eine spannende Sache. Zwei Championate, ja, zu denen ich noch nicht kann. Bin ich auch mal gespannt. Aber eigentlich müsste ich sowieso erstmal schaffen, noch ein paar von den anderen zu reiten. Denn immerhin war Flicker ja noch gar nicht beim Championat dabei. Und ja, Stormcloud muss erstmal austrainiert werden. Dann habe ich ja noch ein paar andere Pferde, ältere, die ich auch mal wieder mitnehmen möchte. Eigentlich auch gerne zu Quests, wobei sich das hier im Dino-Teil natürlich überhaupt nicht anbietet. Und ja gut, Stormcloud war jetzt noch überhaupt nicht dabei, deswegen kommt der auf jeden Fall als erstes. So, huch, hier müssen wir scharf rechts. Ja, aber trotzdem, irgendwer muss doch diese Lichter hier aufgestellt haben, oder? Und irgendwo müssen ja auch die Kalter sein. Also die werden ja hoffentlich demnächst dann auch mal auftauchen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall nicht mehr weit weg. Dann sind wir einmal auch diesen doch sehr langen Weg lang gelaufen. Aber sowas doll Spannendes gab es da jetzt auch nicht. So. Abgrund der Asche, Eiswald, es scheint so, als ob es da hinten viele interessante Plätze gibt. Du scheinst auch ein Gebiet jenseits des Kraters wahrgenommen zu haben. Interessant. Ich werde etwas in mich gehen und nachsehen, ob ich nicht etwas mehr Informationen über dieses Gebiet herausfinden kann. Wenn ich das gemacht habe, werde ich mein Wissen mit dir teilen. Nur, dass du Bescheid weißt. Ja, und jetzt schauen wir erstmal. Oh, es gab auch 145 Schillinge. Nicht schlecht. Nee, das sind sie nicht. Spuren im Schnee. Der Forscher ist Tal des gefrorenen Nebels. Oh, ich glaube, wir machen mal Spuren vielleicht im Schnee. Denn ach, der Rest hört sich wieder nach. Aber andererseits komme ich ja auch nicht drum rum. Na gut, wir machen erstmal Spuren im Schnee. Man sagt, dass es Spuren im Schnee dicht neben uns auf dem gefrorenen Talsee gibt. Das kann die Spur des legendären Schneemenschen sein. Mach dich gleich auf den Weg dorthin und spüre sie auf. Stell dir nur vor, wir wären die Ersten, die den Schneemenschen finden. Nimm die Kamera mit und mach ein Bild, wenn du den Schneemenschen zu Gesicht bekommst. Ein Bild von ihm ist enorm viel wert. Gar nicht davon zu reden, was das für eine Wissenschaft bedeutet. Was das für die Wissenschaft bedeutet. Okay. Dann geht's auf den gefrorenen Talsee. Das dürfte ja eigentlich gleich hier unten bei uns sein und beginnen. Ach so, hier drüben. Da vorne. Bin ich mal gespannt. Oder ob es die Eishexe ist. Nee, das sieht nach einem Tier aus. Okay, hier müssen wir also eigentlich nur... Ah, lang reiten reicht. Dann brauchen wir uns gar nicht anklicken. Wo? Jetzt werden wir hier einmal im Kreis lang geführt. Müssen wir hier überhaupt drüber? Nein, natürlich noch nicht. Ach. Läuft ja nicht so gut. Jetzt aber, ne? Ja, klar. Nein. Oh, ging. Ich bin definitiv zu schnell. Vielleicht sollte ich einfach mal ein bisschen langsamer machen. Dann klappt das auch etwas besser. So. Geht's denn hier lang? Aha. Führt ein Weg hoch.
Interessant, kommen wir jetzt zu den Kaltern, aber die werden ja wohl keine Schuhe anhaben, die wie solche Fußabdrücke hinterlassen, oder? Die Spur endet hier. Okay, nee, und da ist es dann zu Ende. Und wir können auch kein Foto machen, weil wir haben ja niemanden gefunden. Aber na gut. Das war dann doch nochmal eine Abwechslung. Ja, ich bin gerade auch noch am Überlegen, ob ich das jetzt nicht einfach fertig machen soll hier mit dem Kartografieren und ja, damit ich es einfach hinter mir habe. Weil ich glaube, wenn ich dann irgendwann nochmal damit anfangen soll, die Motivation wird ja nicht größer. Mal schauen, was ich dann demnächst mache. Ob ich dann nochmal hier im Dino-Teil weitermache oder ob es dann ja beim GD-Praktikanten sehr wahrscheinlich weitergeht. Na gut. Ja, da wird Nick jetzt aber wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht sein, dass wir ja niemanden gefunden haben. Was? Die Spur hat in den Bergen aufgehört? Typisch. Wahrscheinlich hat es wieder geschneit. Der Schnee, der im Winde herumwirbelt, verdeckt alle Spuren innerhalb kürzester Zeit. Und das macht es sehr schwer, Hinweise auf den Schneemenschen zu finden, wenn es ihn gibt. Ja, irgendwen wird es auf jeden Fall geben. Ja gut, jetzt können wir hier auf jeden Fall erstmal nur das weitermachen. Ja, Ruf verbessern, das Lager ausbauen wahrscheinlich. Na gut, das werden wir dann aber alles in einer anderen Folge sehen und wie ich mich entscheide, ob ich dann erstmal hier weitermache oder beim GED-Praktikanten, das entscheidet sich dann auch. Bis zur nächsten Aufnahme. Okay, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. Bis dann, tschüss.